ist zwar unwahrscheinlich, dass wir ihn hier finden werden, aber... Ja, nein, aber wir haben hier eine Zeitschrift. Und wir haben eine neue Weapons Monthly, also eine neue Waffenzeitschrift. Schauen, ob er am Parkplatz was ist es, oder? Ja, hier werden wir auch wieder kämpfen. Das war gerade mal sogar ein recht mächtiges Vieh. Ach, da ist er, ja. Oder auch nicht. Was zum... War nur ein Hologramm. Ziemlich cool, hä? Naja, mehr oder weniger. Ich muss schnell mal meine Leute hoch heilen. Dum dum. Dum dum. Ah, doch nicht. Meine Herren, ich hatte jetzt gerade einen T-Rex, der 22.400 HP. Das Ding steht ewig. Wenn man bedenkt, dass Grawl mit jedem Schlag so in etwa ein Tausender macht. Jetzt schaue ich nicht erstmal da lang, sondern erstmal die Bücherei. Vielleicht ist er da. Dann schenke ich mir das hier hinten. Ja, Squall macht pro Schlag ca. 1000er und für den anderen beiden reden wir nicht drüber. Irgendwas passt bei Erwins Kopplungen nicht, er macht keine 100 Schaden. Phew, danke für die Hilfe. Ich meine, wenn du magst, ich weiß nicht, wenn du, benutzt das. Vielen Dank. Wir haben einen Mega-Phönix bekommen. Der heilt uns komplett hoch, wenn ich das richtig sehe. Also, regeneriert uns und heilt uns komplett hoch. Gut, dann heißt es wohl doch den Trainingsbereich absuchen. Okay, ich Büssel habe jetzt gerade den Stoppuhr resettet. Ich weiß jetzt nur ungefähr, wie lange das Video dauert. Die 20 Minuten wollte ich echt nicht überschreiten. Das Ganze zieht sich, ehrlich gesagt. Da haben wir sie endlich. Da helfen wir. Du musst als erstes an mir vorbei. Ein anderer, noch einer der Sith-Anhänger. Stirb! Das war wieder ein langer Kampf. Das einzig Positive dran war, ich konnte mir ein bisschen Firaga ziehen, was ich für Stärkekopplung hier nehmen kann, was sehr schön ist. Danke, Squall. Hier, ich hoffe, das hilft dir. Ja. Und... Das wollte ich gerade sagen. Ja, erstmal ein Kampf. Hier? Bist du, ich hab von dir gehört. Gibt es irgendwas, was du willst? Nicht umsonst natürlich.
Gerade nicht, nee, danke. Wo ist jetzt Z? Ist doch zum verrückt werden. Na. Na. Okay. Entweder, na, ich triff doch. Kann ich einfach nicht runtergehen. Ich triff das Loch in der Mitte schon, aber es geht einfach nicht. Verdammt. Eieiei. Das wird eine Monsterfolge. Ach, jetzt habe ich doch nun wirklich alles durchgekämmt. Ah, nicht ganz. Doch, in der Bibliothek war ich auch schon. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ist nach oben gefahren. Dann auf hinterher. Der. Hier hinten steckt sie. Welche Seite seid ihr? Keiner. Wir haben schlechte Nachrichten. Wir müssen den Direktor sprechen. Jetzt, wo ist er? Puh. Ich höre. Galvanianische Raketen könnten auf dem Weg hierher sein. Hierher? Ja. Okay. Ich werde ihn sofort informieren. Wo ist er? Sein Büro. Wir haben es so aussehen lassen, als würde er sich verstecken, aber er war die ganze Zeit dort. Jetzt haben wir es gleich. Man sieht mal, wie lange ich schon gespielt habe. Ich habe jetzt hier schon zweimal mein Gehalt bekommen. Er wartet auf euch. Ich werde allen Bescheid sagen und sie evakuieren. Gut, nachdem wir ihn endlich gefunden haben, würde ich sagen, wie es weitergeht und ob der Garten zu retten ist, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Final Fantasy 8. Bis dahin, ciao, ciao.